was geht ab, Leute, und willkommen hier zur nächsten Folge FIFA Mobile. Heute werden wir einen Spieler kaufen. Einen Spieler kaufen und natürlich wieder ein paar Live-Events machen. Vielleicht auch werde ich Versus Angriff spielen, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall habe ich hier meine Energiepunkte wieder aufgefüllt durch Power Raid. Richtig nice. Ich finde das auch mit den Live-Events eine richtig geile Sache. Macht einfach mega Bock hier. Ich habe 78.000 Münzen und ich wollte gerade im Team schon. Hazard könnte ich ja immer noch upgraden. Giroud ist ordentlich mit 86 da vorne. KK sowieso. Das ist welchen Top-Aufstellung-Klick. Bonus abrufen. Okay. Aber da verbessert sich doch meine Gesamtbewertung nicht, oder? Weil nur die aktive Mannschaft zählt ja zur Gesamtbewertung. So wie ich es verstanden habe. Nochmal Bronze-Trophäe. Bin ich auch gespannt, was man da bei bekommt, ne? 50 Trophäen hier. So, jetzt habe ich hier bla bla bla. Einen Innenverteidiger könnte ich halt gebrauchen. Innenverteidiger oder Torwart hole ich mir jetzt. Ja, Innenverteidiger oder Torwart. Vorne gefällt mir mein Angriff so, wie ich den jetzt habe. Natürlich, mit der Zeit kann man den auch noch verbessern, aber ich hole mir jetzt erstmal einen Innenverteidiger oder einen Torwart. Kann ich ja beides hier einstellen, das ist nice. Preis stelle ich auch ein. 70 Minimum und Maximum 78.000 hatte ich, ne? So, schauen wir mal. 78.000. Company wäre natürlich, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, wäre geil. Horn als Keeper. Bailly von Manchester United. Ist auch eine Maschine, ne? Pepe. Ich guck mal jetzt hier ein paar Seiten durch. Alderweireld, Tots. FIFA Tots, Alderweireld. Au, 89. Ich glaube, den hole ich mir. Tots. Jürgensen. Tots, 70.000. Ja, komm. Ich schnack nicht lange rum. Ich hole mir Tobi Alderweireld. Oh, jetzt Alder. Ich schreibe nur Alder rein, weil ansonsten schreibe ich den eh falsch. Alderweireld, keine Ahnung. Alderweireld. Irgendwie so will ich den schreiben. Ich gebe mal hier 60.000 ein. Und hier 72. Ich glaube, der war eben für 71 drauf. Hier 68. 68, 65. Aber das geht dann noch billiger, oder? 62. Und ich habe hier 60 eingestellt. Dann mache ich hier mal 65. Und hier mache ich 55 draus. Und 62. Ne, 62.000 ist hier der billigste. Dann nehmen wir den doch gleich mit hier, Leute. 62.000 und zack, haben wir Tobi Alderweireld Tots im Team. Okay, noch nicht, aber jetzt gleich. Und. Boom, Leute, nice. Jetzt hat er sogar 90 bekommen, oder wie? Okay, noch besser. Hat er jetzt 90, Leute. 90er Innenverteidiger. Und zack, unsere Gesamtbewertung geht auf 83 hoch. Und wie viele Münzen haben wir jetzt noch? 16.000. Kann man da vielleicht noch einen verbessern? Aber ich glaube, ich spare mir jetzt meine Münzen. Ja, ich spare mir meine Münzen. Und als nächstes hole ich mir einen Torwart, einen Rechtsverteidiger oder einen rechten Mittelfeldspieler. So einen geilen, so wie Tobi Alderweireld jetzt hier. Jetzt aber erstmal mache ich Drills. Ich glaube, da bekommt man auch immer einen Spieler. Und wer schreibt jetzt hier schon wieder auf Skype? Das gibt's ja gar nicht. So. Okay, passen. Das ist einfach. Man muss einfach nur abwarten. Zack. Ja, okay, das. Ich hab's. Ich sag, das war einfach und natürlich versaue ich es. Oh. Ja, jetzt hier zack dadurch. Jesse Lingard wieder zurück. Oh, das war ganz knapp. Ja, das sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein. Irgendwie sind die Lücken jetzt auch verdammt größer. Vielleicht werden die Lücken größer, umso öfter man es nicht schafft. Kann sein, ich habe es jetzt auf jeden Fall geschafft. Schwierigkeit halt nur ein Stern. Und Drills bekommen wir wieder zwei Packs. Einmal Svensson 58. Natürlich kein guter Spieler da drin gewesen.
Und Trainingstauken können wir bei Training einlösen. Sehr schön. Aktivitäten haben wir ja auch. Diese Aktivität löse ich noch nicht ab. Wir müssen noch 5 versus Angriffsspiele spielen. Und ja, 10 Tore und dann können wir hier wieder Positionstauken abholen. Für Hazard vielleicht. Weil wir brauchen ja ST-Tauken. Aber jetzt erstmal hier wieder. Ich mache jetzt hier zweimal noch Real Madrid gegen Barca. Und dann spiele ich noch 5 versus Angriffsspiele. Also vielleicht nicht alle in dieser Folge. Ich zocke vielleicht 3 und 2 privat oder so. Dass ich halt die Aktivität freischalte. Habt ihr auch mal Bock auf eine XXL-Folge, Leute? Wenn ich eine XXL-Folge machen soll, lasst auf jeden Fall jetzt mal ein Däumchen nach oben da. Und ich würde mich natürlich wieder riesig über die 100 Däumchen freuen. Vielleicht eine XXL-Folge so 30 Minuten? Was haltet ihr davon? Vier von 8 habe ich. Olivier Giroud. Oh, ich glaube, das war ein bisschen... Ja, ich habe noch nicht so einen Lauf wie in der letzten Folge. Bei der letzten Folge hat es ja alles geklappt. Oh. Ja, okay, 2. Ja, das sollte machbar sein. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. Der ist jetzt zu schwach. Nein, er trifft sogar noch die 2. Und das war das Live-Event Barca gegen Real. Ach, ich wollte ja nochmal machen. Ups. Ich wollte es ja zweimal machen. 2000 Meilen wieder. Ja, lege ich auch ab, ne? Immer wenn ich 2000 Meilen... Bekommt man hier vielleicht nur 2000 Meilen oder was ist hier los? Ich mache es auf jeden Fall nochmal und dann habe ich noch genug Energiepunkte für die Versus-Angriffsspiele. Da muss man ja nur immer eins einlösen. Also ein Energiepunkt. Der erste Schuss sitzt natürlich mal wieder hier. Giroud und der zweite nicht. Der zweite nicht, der zweite nicht. Let's go. Jawohl, immerhin eins. Einen Punkt. Leute, es läuft nicht. Es läuft hier heute noch nicht rund. Okay, der war gut. Da habe ich die 3 getroffen. Leute, in der letzten Folge immer 3, 2, 3. Das war echt extrem geil in der letzten Folge. Und der könnte auch passen. Der passt auch. Und ja, eigentlich sollte das fast jeder schaffen. Auch wenn da jetzt Schwierigkeit 4 steht, finde ich es jetzt nicht so schwer wie ein ganz normales Spiel gegen Chelsea da zum Beispiel. In den ersten paar Folgen hatte ich halt immer Blue Stars 2500 Münzen. Spare ich mir auch auf. Lege ich auch ab für die Münzen. Definitiv. Versus Angriff gehen wir jetzt noch rein, Leute. Ich bin Pro 2 jetzt hier. Und mal gucken, wie schnell wir einen Gegner hier finden. Haben wir ja auch schon. Camilozu 11. Und ich bin gespannt. Das Geilste ist immer, das gegnerische Team anzusehen. Ich habe jetzt 83. Ich glaube, das stärkste gegnerische Team hatte mal 86. Gegen ein stärkeres habe ich noch nicht gespielt. Und umso stärker das eigene Team, desto bessere Chancen hat man. Also zum Vergleich des gegnerischen Teams. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine 83er Bewertung habe und der Gegner eine 80er Bewertung, habe ich bessere Chancen. Oh, er hat 80 sogar. Hat Dybala im Sturm. Nice. Also, die Trotzkarte sieht extrem geil da hinten aus. Und letztes Mal hat es auch geklappt, mit Hazard hier durchzurennen und ich probiere es dieses Mal wieder. Ja, und diesmal klappt es nicht. Vollkommen egal. Zack, hier. Hier, guck mal, ich mache einen Rainbow. Oh, Hazard. Und hau ihn rein. Eden Hazard, die Maschine. Eden Hazard, die Maschine. Giroud, der hat auch einen guten Linken, ne? Der hat doch einen guten Linken. Aber diesmal kann er ihn nicht zeigen. Komm, nochmal aus der Distanz. Giroud. 2-0. Der Gegner hat noch kein Tor gemacht. Hazard, der geht vorbei sogar. Giroud. Komm, den zwette ich rüber. Auf Hazard. 3-1 und Dybala trifft beim Gegner. Dybala trifft beim Gegner. Also ich finde es richtig nice hier mit Versus Angriff. Das macht irgendwie... Nein, jetzt... Habe ich den Stick hier schon nicht wieder berührt. Giroud. Gibt es eine Ecke? Nein, war der Keeper nicht mehr dran. Okay. Nein, wieso schießt der? Immer... Leute, die Steuerung stellt sich immer noch um. Ihr habt mir auch unten in den Kommentaren geschrieben, es gibt sogar einen Controller
für die App oder für allgemein für Samsung und so. Vielleicht hole ich mir den. Ich weiß es noch nicht. Ich muss gucken, wie teuer der ist. So, Jerome. Er zieht vorbei. 4-2. Das wird nochmal ganz eng, wenn der Gegner jetzt trifft. Hazard. Ja, okay, das sollte ich gewonnen haben. Jetzt hier 5-2. Sollte ausreichen, weil man kann immer noch 1-2 Tore dazu rechnen. Immer wenn Zeit abgelaufen steht, habe ich schon öfters mal gesehen hier bei mir. Und? Ne, es bleibt beim 5-2, okay. Das heißt, wir bekommen wieder ein paar Fans dazu. Und hier Bonus, 750 Münzen. Und ein Siegtoken natürlich, 2. Oh, 2000 Meilen, Leute. Das ist nice, dass ich die Meilen immer hier verkaufen kann. Level 17. Okay, meine Energiepunkte sind wieder voll. Auch gut. Kann ich also noch weitermachen hier. Silbertrophäe. Spieler los, komm, ich mach's einfach mal da rein. Dass ich jetzt hier vielleicht einen guten Spieler bekomme. Es ist Thompson mit 70. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Was ist denn jetzt hier los hier? Bonus. Bonus. Spieler los. Ach, das ist erst Spieler los hier. Ja, okay, das war nicht in Ordnung. 51, das war extrem schwach. Pläne. Mobile-Meister-Pläne. Wo kann ich das einlösen? Bei Mobile-Meister, okay. Sauber. Wir machen auf jeden Fall weiter mit Versus-Angriff und wir haben schon wieder 20.000 Münzen, Leute. Das geht echt schnell, ne? Das geht echt schnell. Vielleicht können wir uns in 3-4 Tagen wieder so einen 90er kaufen. Aber diesmal dann ein Keeper, ein Rechtsverteidiger oder ein rechter Mittelfeldspieler. Schauen wir mal. Auf jeden Fall die nächste Partie hier versus Angriff. ...83, das ist meine. Und der Gegner hat 80 mit Ibra im rechten Sturm. Wieso hat der Ibra im rechten Sturm? Auch interessant. Wir haben auf jeden Fall wieder die bessere Mannschaft. Und diesmal mache ich so, ich schieße rauf, dass ich die nächste Chance gleich bekomme. Weil gegen die komplette Abwehr ist immer halt ein bisschen schwierig. Giroud kommt da nicht zum Kopfball. Flanke. Und wieso wechselt der Spieler nicht? Zweite Flanke und die Flanke war auch schon wieder beschissen. Muss man einfach mal so sagen, ne? Muss man einfach mal so sagen, in die Mitte auf Eden Hazard. Und Eden Hazard, der hat einen starken Abschluss, das weiß ich. Also mein gesamter Sturm ist gut hier mit Giroud und Hazard Lupfer. Und der Lupfer war nicht zu hoch, den kann der Keeper hier ganz einfach runterpflücken. Und was war das für ein Abschluss? Komm, Campiasso. Campiasso kann doch auch schießen. 2-0. Jawohl. Jetzt aber Lupfer. Lupfer, der geht an den Pfosten. Und Hazard ist schnell genug da, um das Ding reinzuschieben. Hier 3-0. Cheryshev. Ah, Flanke auf Kaká. Kaká mit dem Kopfball und Kaká mit dem 4-0. Und wir sollten jetzt hier schon gewonnen haben. Okay, der Gegner trifft zum ersten Mal. Dani Ceballos. Die erste Ecke am heutigen Tag. Und die Ecke ist auch nicht gut. Dani Ceballos trifft. Nochmal den Ball in die Mitte. Und das Spiel ist vorbei. 4-2 steht aktuell noch da. Und bleibt es beim 4-2 oder geht es zum 4-3, zum 4-4 vielleicht? Oh, 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 oh. Ne, es bleibt beim 4-2. Es bleibt beim 4-2. Der nächste Sieg hier. Sehr schön. Und der nächste Siegtoken. Und Meilen wieder. Und Meilen können wir jetzt gleich bei... hier bei Dortmund-Bayern-Spieler einlösen. Und ich würde sagen, das war's jetzt auch für die Folge. Das war's jetzt hier für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Denkt an die 100 Däumchen und... schreibt mir unten in die Kommentare, soll ich mal eine XXL-Folge machen? Vielleicht die 20. Folge oder so. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wer noch nicht Abonnent ist, kann meinen Kanal kostenlos abonnieren für weitere App-Videos, FIFA Mobile und so weiter und so fort. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.